Moin Moin, die Zockbar mit dem ersten Unboxing-Video der Xbox. Daniel, Vader, David. Dazu haben wir ein Play and Charge Kit. Das war nicht dein Los, ey. Controller mit Play and Charge. Freundlicherweise von Engländer gespendet, der FIFA-Gutschein. GameStop verkauft nur noch komische Papierzettel mit Xbox Live-Punkten. Nochmal Punkte. Rice. So. Inklusive. Ich schieb doch mal hier gleich zur Seite. Vorbestellerbox. Bombe. Dann haben wir Vorbestellerbox Forza. Collectors Edition Forza. Assassin's Creed Collectors. Dead Rising 3, Ghosts und die Day One Edition von 12 Monaten Xbox Live. Womit fangen wir an? Alter, also ich glaube, das sind auch Fragen. Ich würde das ja auch selbst wieder heißen, brauchen wir erstmal die Konsole vielleicht. Ah, die Konsole zuerst. Ja. Jo. Ah. Komm mal, starte da den Flo. Ich wollte das hier schon davor starten. Helm ist echt schön. Ja. Als deine Konsole ist, würde ich sagen, mach du da auf. Ja. So, herrlich. Wunderschön hier. Demnächst seht ihr noch einiges mehr mit wunderschönem Greenscreening. Also, wir haben uns richtig was einfallen lassen, aber das Equipment steht leider noch nicht. Fangen wir mal an. So. Wunderbar. Fängt an mit dem Kinect-Sensor. Mit extrem langem Kabel, erstaunlich dick. Dann haben wir Anleitung, Gutscheincode für irgendwas. Egal, Beschreibung, bla bla. Beschreibung, bla bla, was egal interessiert hat. Das neue Headset. Stromkabel. Der Powerbrick. Im Gegensatz zur PlayStation extern. Das ist natürlich schön, wenn es überhitzt, ist nicht gleich die ganze Konsole im Arsch, wie bei mir vor zwei Tagen passiert mit der Xbox. Der Controller, den wir uns gleich noch ein bisschen genauer angucken. Und erstaunlich, aber sie schaffen es echt, ein 1,14 Euro Herstellung kostendes HDMI-Kabel dazu zu nehmen, was sonst 30 Euro kostet. So, dann holen wir mal den Karton hier raus. Ja, machen wir da mehr Platz. Fest. Bombe. Zeug. Pack es aus. Schön. Aber wieder Klavierlack, wird also wieder schön schnell dreckig. Alter, warte mal. Sie riecht neu. Ach, ihr Leck. Wunderschön. Leck dran, sagt er. Ja, neuer Kunststoff. Ne? So, sie riecht schaut sie aus. Erinnert so ein bisschen an alten VHS-Rekorder, finde ich. Ich bin der Älteste in der Runde, ich kenne sowas noch. Julian, ich habe auch noch irgendwo einen. Ich habe noch VHS-Kassetten von alten Wrestling. Ich habe ganz häufig Schrottel steht auch noch drauf, dass man die Konsole nicht bewegen soll, während eine Disc im Laufwerk ist. Damit sie wieder schön geschreddert wird. Nur den klebe ich dir auf die Stirn, damit du es nicht vergisst. Ach so, weil mir das ja auch schon so oft passiert ist. Oder? Du weißt das noch, unsere GameStop-Zeiten. So, was haben wir denn dann anschauen? Haben wir denn hier oben drauf eine Klebefolie? Nee, ist alles easy ausgepackt. Also an der Seite, hier ist der Knopf zum Synchronisieren. Man hat nicht mehr diesen kleinen Knopf vorne drauf, wie der 360. Links ist ein USB 3.0 Anschluss. Vorne ist sonst nichts, nur noch der Touch-Sensor zum Anmachen. Hinten drauf sieht man jetzt wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Strom, HDMI, Optical Out, HDMI-Eingang, zwei USB 3.0, der Kinect, der komische Fernsehempfängensensor und Netzwerkanschluss. Und ein Kensington-Lock. Wer das nicht kennt, das ist eigentlich von den Laptops und damit kann man das Ding dann sicher befestigen, sodass es buchstabsicher ist. So. HDMI-Kabel sieht ganz schick verarbeitet aus. Kann man die denn jetzt auch aufrecht stellen? Eigentlich geht das? Nein. Ich meine, ich bin jetzt ein Leider, was der Xbox jetzt angeht. Nein, also, die muss so stehen bleiben. Die muss genau so stehen bleiben. Die kannst du nicht querstellen oder so wie die 360. Also ich würde sagen, nein, weil du hast hier auf der Seite nämlich Lüftungsschlitze, da kannst du die nicht draufstellen und auf der Seite ist nämlich ein USB-Anschluss, deswegen kannst du keine Aufrecht hinstellen. Nur noch quer, okay. Ja. Das ist ja kannst du hier interessant. Nur so.
Ja, zum HDMI-Kabel gibt es nicht viel zu sagen. Ist noch mehr eingepackt als die Konsole. Ja, das finde ich schade, ne, dass da keine Folie auf dem Klarlack drauf ist. Das ist ja auch immer so geil, wenn man sich ein neues Handy holt. Das dann abzuziehen, meinst du? Immer die erste Folie, die man abzieht, das ist ja auch super geil. Da teilt man meistens auch diesen Moment mit guten Freunden immer. Aber die Konsolen riechen nicht so geil wie neue Magic-Karten. Magic-Karten riechen immer noch am geilsten, wenn du die auspackst. Das ist nun mal einfach so. Ja, das stimmt. Also HDMI-Kabel, das Beste gibt es leider, muss ich echt sagen, bei Apple, weil das so ein schönes, dünnes Kabel ist. Bei sowas hat man immer Angst, dass man irgendwas umreißt. Alter Falter, ja. Also das Kinect-Kabel ist auch extrem dick, das hätten sie mal dünner packen können. Hier ist wenigstens, hier hast du deine Folie auf Kinect. Ja, auf Kinect hast du die Folie. Ja, was haltet ihr davon, dass das Ding da zwangsmäßig bei ist? Kinect? Geht, ne? Also ja, cool, das war ein großes Thema, ne? Das war ein riesiges Thema, ob das überhaupt dabei sein soll, wegen Unterwäsche-Scanning und sowas. Ja, die Gerüchte gab es, dass es angeblich durch Kleidung durch. So ein Schwachsinn. Also ich erinnere mich da immer noch ganz gern, so bei der Xbox 360 war halt ein Headset dabei, mit kurz mit jedem reden auf Xbox Live, und bei Sony war es halt nicht so. Und jetzt will Microsoft ja halt, dass jeder das hat, damit die Entwickler das entsprechend unterstützen können. Ich finde das eigentlich nicht schlecht, das kriege ich jetzt nicht ausgepackt. Ja, 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 ich mach das schon mal in der Zeit. Ja, auch schon mal. Kommen wir mal zu den etwas interessanteren Sachen. Das Headset. Die Dinger sind ja irgendwie reinweise flöten gegangen auf der 360. Was ist da los? Du hast einen Toten schon, ne? Von dem neuen Stellen. Ja, Mediamarkt. Das ist alles Mediamarkt-Tote. Also, relativ großer Anschluss mit Buttons auf der Rückseite. Oh ne, das ist die Vorderseite. Für lauter leise und Stummschaltung. Ja, das sieht echt nicht schlecht aus. Diesmal auch im Hochwertig. Ja, da gucken wir uns mal an. Ja, wir klöppen uns Rechtsträger. Das hat sogar 360. Aber das Kabel, das ist ja wieder sauber. Aber das ist natürlich wieder ein Spezialanschluss. Dann reiße ich wieder kaputt, wenn ich mein Headset wegschmeiße. Der neue Controller, den hatten wir gerade schon in der Hand von einem Kollegen von der Day One Edition. Leider fehlt mir das scheiß Day One Siegel. Ich ärgere mich. Aber wirkt extrem gut verarbeitet, gutes Gewicht, gute Größe, was willst du sagen? Das passiert, wenn man die Konsole nicht vorgestellt hat, mein Freund. Ja, das war ein Fail, aber ansonsten schön. Aber noch. Hat der Kollege gerade gesagt, ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Das Battery Pack steht jetzt nicht mehr so raus, sondern man kann hier einfach den Löffel hochschieben und kann das dann da reinpacken. Steht nicht mehr raus, man spielt nicht dran rum, geht nichts kaputt. Also, Controller sieht soweit schon mal ganz geil aus. Ganz interessante Sache auf dem Brick ist einfach eine Folie zum Abziehen. Ja, dann die Konsole. Ja, sowas nicht zusammen machen, also. Kriegst du rein? Nee, das Problem habe ich ja öfter. Das Batterien? Sehr schön. Verkehrs? Oh, das ist so geil. Und noch das Stromkabel. Ich glaube, das gebe ich auch mal hier meinen verantwortungsvollen Herrn zur Rechten. Machen wir weiter. Fühlt sich schon geil. Wunderbare Day One Edition von Xbox Live. Hm. Das wird wohl auch nicht mehr als ein Code sein. Also mit ganz exklusiven Day One Extras, Killer Instinct Round One mit exklusivem Spielcharakter. Weiß ich nicht, ich glaube, die kann man auch so runterladen mit einem spielbaren Charakter. Aber ich hab die noch immer hier noch. Und Day One Sonderausgabe von Mitgliedskarte und Verpackung. Also ich habe eine wunderschöne Verpackung. Wow. Jetzt irgendwie eine schwarze Box, also ich weiß nicht, was daran so Day One mäßig sein soll. Ach, oh, doch, hier steht Day One drauf. Da ist bestimmt auch wieder nur so eine Karte drin, zwei Rubbeln Code angeben. Nee, ich habe noch keinen Rubbelcode gesehen, Flo. Die Codes, die sind alle frei. Vor allem ist das eine Metallbox, falls ja man diese kennen kann. Ja, aber zeigen doch nicht, du Troll. Wieso? Bis die den sehen, habe ich den eh schon eingesetzt hier. Also silber-schwarz, hochwertigste Pappe. Ich sag's mal wieder, who cares? Aber sehr schön in das Steelbook, ne? Ja, das ist schön. Ist schon geil. Da hätten sie noch was schön. Ja, der Controller ist echt schön. Vor allen Dingen das Steuerkreuz ist auch mal ein bisschen. Jo. Die Nippel sind cool, ne? Die alten klassischen 2100 Punkte. Er ist ein bisschen gay. FIFA-14-Code. Als ob. Jetzt kommt das grandiose Play and Charge Kit. Bestehen, also ist jetzt irgendwie ein bisschen teurer als beim letzten Mal. 2-3 Euro, aber. Sieht ganz gut aus. Auf jeden Fall schon mal nobel verpackt. Ja, Micro-USB-Kabel auf USB, also nichts Besonderes und auch sehr, sehr kleine Brick. Sehr viel kleiner, ne? Also. Kann man schnell verlieren, bestimmt.
Und sucht dann. Da hält man ja auch im Controller drin, Daniel. Ja, wer weiß. Hier hast du noch mehr zum Auspacken. Ja. Next, please. Forza 5 Vorbestellerpaket mit wunderbar exklusivem T-Shirt, zwei Kopfstützüberzüge für eure getunten Golf 2 und ein Metallpin. Aber ich muss ja noch den Vorbesteller Key GameStop ausrippen, leider. Ja, das sind bestimmt, wenn die da irgendwelche GameStop-Autos haben, ne, kotzig, dann will ich das gar nicht haben. Ja, Flo, da du ja einzig bist, der hier kein Zocker-T-Shirt anhat. Die Kopfstütze über den Kopf. Forza 5 Pin. Und das T-Shirt. Das Größe L, das passt über deinen Bauch. Ja, wieso gibst du mir ein Forza T-Shirt? Ich will das Rice T-Shirt haben. Ja, Rice T-Shirt kannst du nicht. So, Das riecht auch neu. Was haben wir denn da noch? Ja, wo ist denn jetzt unser Forza? So. Collectors kommt im Steelbook, seltsamerweise ein Audi drauf, also nicht so ein schönes Auto wie in der normalen. Naja. Auf Steelbook kann man irgendwie pfeifen, ist auch seltsamerweise eine andere Größe als die normalen Hüllen. Die Hüllen, die sind so ungefähr Blu-ray-Format, also auf jeden Fall. Okay, der Forza auch, ne? Auf jeden Fall haben sie sich da ein bisschen angepasst, die sind kleiner als die Xbox 360 Hüllen und man sieht, die sind noch gleich groß, aber die Assassin's Creed Box dagegen, die geht schon wieder gar nicht. Das ist wie die Steelboxen auf der Xbox 360. Ist halt eine dickere Special Edition. So, wieder Pappe drumherum, wie gerade bei den 12 Monaten. Und jetzt kommt die erste Überraschung. Die Disc ist auf der falschen Seite. Das ist jetzt standardmäßig so. Diverse Kollegen haben sich darüber schon echauffiert. Mir soll es Schnuppe sein. Forza Code, Spiel-Add-on zum Download. Da sind übrigens erstaunlich große QR-Codes drauf. Ich glaube, man kann die Dinger jetzt scannen. Das wäre natürlich mal geil, wenn die sich da von Apple abgeguckt hätten. Dann hat man hier noch wunderschöne Forza-Aufkleber, wie man es jetzt gar nicht erkennen kann. Bei dem kannst ja schön hier auf die Xbox kleben. So, dann gönnt uns Microsoft also 7 Tage Xbox Live Gold und irgendwelche komischen Warnhinweise. Also eine Anleitung ist nicht drin. Finde ich ja eigentlich ganz cool, weil liest sich in der Regel keiner durch. Und das spricht ja für einen Entwickler, wenn man die nicht braucht. Das ist ein Autorennspiel. Soll ich mir dann da durchlesen? Ich Gastgeber auf RT oder was? Wenn ich überlege, was ich dir schon alles erklären musste. Aber hör mir auf. Da, Assassin's Creed Box. Sieht eigentlich ganz schick aus, mit einem großen Totenkopf vorne drauf. Unter PEGI-Siegel, man kann es ja leider nicht vermeiden, oder das USK-Siegel besser gesagt. Sky Edition schimpft sich das, wir haben noch mehr Pappe. Und, ja. Soundtrack. Postkarten oder sowas. Ja, das sind so. Weißt du das? Das steht doch schön drauf, oder? Ja, das sind so Artcards. Okay. Weißt du, ob die sich hier so schimpfen? Oder ist zum Beispiel der Hauptcharakter schön dargestellt? Oder zeig mal. Ne? Vorne. Ja, schönes Licht. Alles am Rippen. Ja, hier ist noch so ein Artbuch mit dabei. Schön zu sehen. Eher unspektakulär. Ja. Das Spiel ist ja sehr schön, ne? Gibt ja schon ein bisschen länger für die Last-Gen-Konsolen. Schauen wir uns mal an. Hat so, wenn ich jetzt mal so im Internet geguckt habe, die besten Wertungen gekriegt neben Forza. Man kriegt das jetzt nicht genau. Man sieht halt, dass auch das Assassin-Logo mit drauf ist, mit dem Skelettkopf in der Mitte. Sehr schön. Ja, welches Spiel würdet ihr jetzt als erstes dazu nehmen? Also ich muss sagen, irgendwie Ghosts und Forza sind so meine Favoriten, die ich jetzt erstmal spielen würde. Also ich, das ja Rise, ne? Ja, für Xbox auf jeden Fall hätte ich auch Rise genommen. Rise und wahrscheinlich dann Battlefield. Na gut, aufgrund dessen, weil ich mich ja für keine von den beiden Konsolen bis jetzt entschieden habe, hätte ich wahrscheinlich eher Dead Rising genommen. Jo, Dead Rising ist auch wichtig. Leute taufen, bevor es in Deutschland verboten wird. Also normal verkauft werden darf es nicht, also es hat keine USK-Freigabe gekriegt. Spieledisk, Werbezettel für Fighter Within, dieses Kinect-Kampfspiel. Was haben wir hier noch? Join the Ultimate Assassin's Creed Platform Now. Also möchten die uns wieder auf ihre Ubisoft-Seite kriegen. Und ganz grandios, die hellste Leistung von Ubisoft in den letzten 10 Jahren, Uplay. Guckt es euch an bei Wikipedia und schön auf, zum Kotzen. Und schön auf Watch Dogs verweisen. Watch Dogs, leider noch nicht da, kommt erst
Februar oder März. Ja, was eigentlich mein Favorit gewesen wäre. Zwei Monate reichen ja aus in San Andreas, ne? Ja. Da muss man lachen. Ne? So viel zu Assassin's Creed. Wo ist denn das Puttling? Hier, mach ich's. Ich mach das Zeug wieder rein. Zack, kann ich ja machen. So, dann kommen wir hier zu Ghosts. Und ich will keinen rumgekotzt in den Kommentaren, nur dass ich kein Battlefield geholt habe. Der Kollege hat sich die Xbox nur wegen Battlefield. So viel Zeit habe ich nicht in meinem Leben, um beides online zu spielen. Oh, Battlefield ist besser. Ja. So. Ja, 100% Uncut in der Day One Edition Limited Edition Freefall Bonus Map. Highlight. Disc. 7 Tage Xbox Live. Werbung für den Season Pass. Destiny Werbung. Destiny kommt ja auch irgendwann. Kommt ja erstmal die Beta nächstes Jahr. Ja, aber das ist PlayStation exklusiv, oder? Ja. Also jetzt nach dem heutigen Stand ist das wohl PlayStation. Gucken wir mal. Weil ich noch zu Dingens sagen wollte, ne, zu ihr Dead Rising. Das ist eigentlich für einen Next-Gen-Titel. Ist halt echt scheiße, dass er 20 Frames nur hat, ne? Das ist echt eigentlich ein bisschen arm. Schauen wir uns mal an. Auf der anderen Seite sage ich halt auch, also so viele Leute, die da animiert rumlaufen, finde ich es eigentlich ganz schick. Aber du hast was zu dem Cover erzählt, das finde ich ganz interessant. Ich zeige das mal eben in die Kamera. Oder warst du das? Nein, ich meine, du warst das drauf. Na, wie sieht der aus? Guckt euch das mal genau an. Ach so, ja natürlich, das hat mir gestern aufgefallen. Wir hatten das schöne Spiel ja schon gestern schon in den Händen. Aber für alle Leute, die The Walking Dead natürlich verfolgen, als Serie oder Comic, vielmehr als Serie, dann sieht der eins aus wie Daryl, ne? Das ist Daryl! Fehlt ja nur die Armbrust. Ne? Übrigens, also da gönnt man uns dann 3 Tage Xbox Live Gold. Und, 3 Tage? Das war's. Irgendwie, die sind auch nicht auf die Idee gekommen mit dem Wendecover, ne? Wir müssen echt wieder mit diesen scheiß USK und P-Gesiegeln nach vorne drauf leben. Das gab es ja irgendwie bei der letzten Generation, dass man halt auf diese shitte Siegel hier mal schön verzichten könnte. Aber da pfeift der Hund drauf. So. Komm, mach mal einen Controller. Ein bisschen was Langweiliges zwischendurch. Ich meine, der Controller, der ist auch echt schön. Controller gibt es einzeln und mit, wunderbar, mit dem Play and Charge Kit, damit man nicht so viel Batterien verbrauchen muss. Hier ist er nicht eingepackt. Controller halt. Akkupack. Und Kabel. Classic. Oh, auch hier hat man uns Xbox Live gegönnt. 2 Tage. Ja, da haben wir schon 10 jetzt, ne? Ja, ich hab nicht mitgezählt, ey. Alle 10, ja. Ich heb mir die Dinger eh wieder auf, wenn ich es verpenne, mein Xbox Live zu aktualisieren. Oder wenn irgendein Kollege sagt, nee, willst du aber mitspielen? 1400 mAh steht da drauf, das ist so viel wie ein iPhone-Akku. Yay. Also ein Tag. Ja, ein Tag, ja. Ja, ist ein bisschen anderer Stromverbrauch, aber okay. So, Rise Vorbestellerpaket, spektakulär ein T-Shirt drin. Du hast immer noch kein T-Shirt an, Flo. Dankeschön. Nein, das aus Prinzip nicht. Ja, Xboxing für PlayStation 4 gibt es leider nicht. Nächste Woche gibt es ein bisschen später. Der Kollege kriegt die leider ein bisschen später. Ja, da. Sieht das aus? Das ist geil, ja. Ja doch, das ist also schicker als das Forster-T-Shirt. Es ist halt ein Römer drauf, ne? Also Römer. Erkennt halt meine Meinung. Also langsam wird der Müllberg los. Ja, und dazu noch die Day-One-Edition von dem Spiel. In der Day-One-Edition ist exklusiv was drin? Eine exklusive Mehrspielerkarte und ein Schwert mit Bonus-Attributen. Yay. Also Angriffslust war ja. Ich meine, wir haben ja jetzt dank Möwe hier in Mülheim irgendwie jedes Spiel einen 10er günstiger gekriegt. Also der war da echt sehr korrekt und ja, der hat ja auch nicht Probleme gehabt mit der Konsole, ne? Ja, ganz traurig. Also der hatte ganz viele Vorbestellungen bei uns hier, unser örtlicher Händler, und der hat genau eine gekriegt. Eine. Microsoft. Leute, was ist los? Also dafür, dass die Leute dann zu diesen scheiß Saturn Mediamarkt Schweinemärkten rennen müssen, ja, also selbst unser Medimax hatte keine mehr. Dann war ich heute Morgen im Saturn, die mir ja gesagt haben, wir kriegen nur Day One Editions, wir kriegen so viele zum freien Verkauf. Bullshit. Der Wagen war nicht da, angeblich eine Panne. Die ganzen Leute standen da und keiner hat es gekriegt. Und im Endeffekt wäre es keine Day One gewesen. Und dann hat
glücklicherweise ein Freund von mir, der Mediamarkt war, mal eben 499 Euro ausgelegt und hat mir eine normale Edition geholt. Naja, schreibt es euch auf die Fahne, nächstes Mal geht das besser. Rise! Borderlands 2. Lösen Sie Ihren Code auf Xbox Live ein. Meinst du, irgendeiner bei den großen Herstellern checkt das mal, was auf Deutsch Rise. Code heißt? Ich glaube nicht. Rise gibt 3 Tage. Und keine Anleitung, kein gar nichts. Die Supportnummern stehen jetzt übrigens hier innen drin. Jo, Microsoft Support. Ich habe natürlich mein Passwort vergessen und wollte mich dann jetzt anmelden. Geht natürlich nicht. Habe irgendwie Montag da abends angerufen. Ganz groß, ganz toll. Die haben mir echt geholfen. Die haben gesagt, so 5 bis 6 Tage dauert das, bis ich mein Passwort zurücksetzen kann. Es hat 30 Minuten gedauert. Kann ich nichts gegen sagen. Trotzdem, nächstes Mal wollen wir mehr Konsolen. Vor allem auch bei den kleinen Händlern. Aus Prinzip habe ich nur die Konsole da geholt, da haben die großen Märkte eh keine Marge dran und die Spiele beim Kleinhändler holen. Leute, das war unser erstes Video. Was sagt er noch? Ja, also ich freue mich darüber, dass der Controller jetzt echt mal ein bisschen in ein paar Sachen echt gebessert worden ist. Aber ja, ich finde es denn besser. Ja, schon allein einfach, die Knöpfe sind hier größer, kann ich halt sehr schlecht zeigen. Die sind, ich würde fast schon sagen, doppelt so groß. Fast. Ja. Ne? Würde ich jetzt nicht sagen. Also größer auf jeden Fall. Die prägen halt nicht so raus, ne? Die sind jetzt. Ne? Also schicker, also auf jeden Fall, ne? Erinnerst du dich noch an den Dreamcast Controller? Mhm. Der Dreamcast Controller hatte oben bei diesen Triggern, bei Crazy Taxi musste man immer so einen Schnellstart machen, da hatte ich dann irgendwann wirklich Hornhaut am Zeigefinger. Und das scheint irgendwie der erste Controller zu sein, wo ich nicht wie bei der PlayStation 3, das habe ich nämlich. Ja, wo ich immer nach hinten abgerutscht bin, da musste man immer irgendwann bei Gran Turismo nachfassen und hier hat man so einen schönen kleinen Hubbel nach oben, den sieht man sehr schwer. Passiert also nicht. Ja, aber das hat die PlayStation 4 jetzt auch nicht mehr, ne? Also. Ja, okay, da haben sie es auch mal hingekriegt und so, aber da bin ich mal gespannt, wie er aussieht. Also Steuerkreuz für alle, die irgendwie 2D-Prügler gerne spielen oder auf Software-Keyboards angewiesen sind. Hört mal genau hin. Mikroprozessor. Also, es klickt. Das ist gut, nicht so ein schwammiges Drecksding. Ja, 8-Wege-Kreuz, fühlt sich sehr griffig an. Vor allem entdecke ich erst jetzt, dass das da oben echt der Geil-Knopf ist. Ja, Geil-Knopf oben in der Mitte. Da. Vor allem, ich dachte, die hat Webseite ja diese, Logo. Die vibrieren ja auch die RT und RB-Knöpfe. Packen wir da mal so einen Play-and-Charge-Kollegen da rein. Da ist ja auch so ein Ding. Mal sehen, ob das leicht geht. Leuchtet das denn jetzt auch wieder? Das Logo? Weiß man ja, das? Klar. Genau, mach mal rein. Ist halt sehr schwer zu erkennen. Ich mach mal eben das Paket rein und probiere mal, diesen Deckel drauf zu kriegen. Wie rum das funktioniert, werde ich wohl auch irgendwie irgendwann rausfinden. Von oben drauf. Einfach rein. Also Fernbedienung-Technik halt. Es ist so. Schieben. Ja. Richtig. Machen wir mal an, gucken wir mal, leuchtet da? Es leuchtet. Jo. Aber die haben sich von grün verabschiedet, ne? Ja, grün ist. Ja, der scheiß Riesenkarton ist grün. Die Day One Edition. Ja, natürlich, von Kollegen, aber so ist. Zeig doch mal kurz die Day One Edition von dem Kollegen. Gib doch mal eben rüber, Chris. Mein Karton, schleimig grün, ich weiß auch nicht. Und jetzt guckt euch das edle Gerät hier mal an. Schwarz. So muss das sein, wie die Konsole. Ich find's schicker. Ja. Vor allem auch die Inhalte, einfach die Verpackung finde ich auch geiler. Wir haben die ja vorhin mal aufgemacht, die Controller da. Und die sieht einfach viel geiler verpackt aus. So viel mehr Krams drumherum. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir Kinect auf der letzten, in der letzten Konsolengeneration irgendwie einfach gespart. Ich weiß nicht irgendwie, also der einzige Kaufgrund für mich wäre Steel Battalion gewesen, das war ja wohl der Ultra-Fail. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Wir müssen also auf jeden Fall gleich probieren, müssen gucken, dass er euch erkennt, dass wir euch Profile machen und dass er euch über Kinect erkennt. Er soll ja 6 Leute angeblich erkennen gleichzeitig. Dann müssen wir mal ausprobieren, ob es funktioniert. So. Ja, wie ihr schon erfahren habt, wir werden ja dann schauen mit der PS4 nächste Woche. Das war da ja, ich krieg die ja wahrscheinlich erst, weil ich ja genauso doof bin wie mein Kollege hier. Ich die zu spät vorbestellt. Ja, dann kriegt die, krieg die erst Mitte Dezember. Wir werden natürlich dann trotzdem ein Video nachreichen. Davon. Als natürlich nicht direkt zum Release nächste Woche. Mir fällt gerade was ein, Beats lässt grüßen. Wer von euch mal so diese kleinen Kabel-Beats hatte, die haben nämlich flache Kabel. Man sieht das jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht. Das ist ein flaches Kabel, kein rundes. Naja, sieht ganz schick aus. Ja, dann schließen wir mal an, reichen nach. Morgen kommt das Game Capture und dann gucken wir mal, ob wir abgreifen können in Full HD. Wenn ja, dann gibt es ab morgen Videos. Let's Play Videos.
We will see. Bis dahin, habt ihr noch was? Ja. Ich habe jetzt so nichts mehr, ich weiß nicht. Was ist hier? Wir werden halt noch einige Videos machen, wenn wir unser ganzes Equipment haben. Und wenn ihr Bock habt, noch ein paar Videos von uns Bekloppten zu gucken, dann könnt ihr ja gerne mal den Channel abonnieren, wenn ihr Lust habt. Und ja, wir werden in nächster Zukunft werden wir noch ein paar lustige Videos machen. Wir werden auch nochmal ein Video machen, wo wir halt vorstellen, was wir so auf den Channel machen wollen. Und ja, wie der Kollege gesagt hat, wir haben lustige Ideen mit dem Greenscreen. Let's Plays werden wahrscheinlich folgen. Also Retro-Schiene, Controller zerstören, ja, also richtig schön. Wie ihr am Anfang gesehen habt, der Vader ist auch dabei, ne? Also der unterstützt. Vader kriegt eine eigene Sparte. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber Vader wird auf Urlaub gehen und wird uns von den verschiedensten Orten dieser Welt und auch so anderer Welten Let's Plays zeigen. Das wird sehr, sehr geil werden. Ein erstes Foto, glaube ich, poste ich mal einfach bei Facebook, oder? Ja, Zockbar. Zockbar, ne? Ja. Ist da zockbar? Durst. Hat was mit Saufen zu tun und ist da spielbar. ja, ich stelle da mal ein Foto rein, dann habt ihr schon mal so eine Idee, was da auf euch zukommt mit dem Vader. Also das ist so unser kleines Steckenpferdchen, glaube ich. Ja, ansonsten Feedback, Leute. Kotzt euch aus, wir sind dafür da. Schreibt es in die Kommentare. Beleidigt uns, geil. Aber richtig, richtig heftig. Ja, ja hier richtig der Bock. David, der hat keine Haare auf dem Kopf. Ne? Der Daniel, ne? Genau. Flo hier, es kann man nicht mal ein Zocker-T-Shirt anziehen. Also, Jungs, wir wünschen euch was. Tschüss. Ciao. Ah, tschüss.